Die Katze ist aus dem Sack. Die Zahlen der EZB sind raus und ihr seht es selber hier. 25 Basispunkte ist erwartet worden. Wir sind jetzt auf 50 gestiegen. Also 0,50, 50 Basispunkte. Hier die Entscheidung. 25 Basispunkte ist erwartet worden, nach zuletzt noch nicht so arg viel. Also, wir haben eine Bewegung der EZB gesehen. Das ist die erste Zinserhöhung seit langem. 11 oder 8 Jahre. Ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall lange her, dass die EZB da aktiv war. Und dementsprechend mal ein Novum, das allerdings, sind wir ehrlich, mehr oder weniger erwartet wurde. Die Höhe, da kann man drüber streiten, aber dass sich da was bewegt und auch weiterhin wahrscheinlich in den nächsten Monaten immer wieder noch mal was bewegen muss, davon geht man ja wohl mehrheitlich aus. So, was hat das für die Märkte bewirkt? Denn wir gucken ja in diesem Zusammenhang eigentlich viel lieber oder noch mehr als auf die reinen Daten, um dann selber interpretieren zu müssen, was das denn jetzt nun bedeutet. Gucken wir doch, was die anderen da rein interpretieren in die Geschichte und sagen, naja, die sollen sich den Kopf zerbrechen und wir machen dann, bei welches Spiel es auch immer ist, entsprechend mit. So, und das sieht gar nicht so unattraktiv aus, denn das, was wir da aktuell sehen, macht einen wunderbaren Eindruck aus bullischer Sicht. Warum ist das Ganze so toll? Es geht doch abwärts. Warum bist du denn so gut drauf? Der Index, ihr seht das hier, er ist klar in einer Abwärtsbewegung, aber diese Abwärtsbewegung ist alles andere als eine starke. Im Gegenteil, sie sieht klassisch korrektiv aus. Korrektiv bedeutet meistens dreiwellig oder aber, dass wir viele Gegenbewegungen haben, die fällt auf, das da, hier vorne so ein bisschen. Und diese Gegenbewegungen sind alle überschneidend. Das heißt, ja, es geht abwärts, ja, es gibt Gegenwehr und diese Gegenwehr, die Bereiche, die überlappen sich ein bisschen. Das ist eigentlich ein sehr typisch korrektives Zeichen. Das heißt, abwärts ist korrektiv, das würde bedeuten, abwärts ist die Gegenrichtung, die Gegentrendrichtung. Dann müsste es vorher also stark in die andere gegangen sein. Jupp, das würde man so sehen können. Bedeutet, wir haben gute Voraussetzungen, dass wann immer diese Korrektur zu Ende ist, der Markt anschließend weiter nach oben geht und zwar mit einer stärkeren Dynamik oder so ähnlich wie das, was wir hier vorne haben. Aber eben die eigentliche richtige Handelsrichtung, wenn man das so sagen kann, die zu erwartende Handelsrichtung, positiv aufwärts gerichtet eben ist. Dafür sehe ich die Chancen im kürzerefristigen Chart jetzt hier auf 15-Minuten-Basis einfach als die bessere. Und wir sehen das auch beim DAX Future, natürlich ist das im Wesentlichen das Gleiche. Also die Indikation deutet mehr oder weniger nach oben. Sollte man also jetzt direkt einsteigen? Ich mag immer gerne sehen, dass die Marktteilnehmer auch sagen, so, jetzt legen wir los, da möchte ich nicht der Erste sein. Also der Erste, wenn mir alle folgen, bin ich super gerne, aber der Erste sein, das kennt man ja aus dem Theater. Wenn man selber glaubt, jetzt muss ich klatschen und alle, oder aus der Aufführung irgendwie Oper, keine Ahnung, und man legt los, wenn alle mitklatschen, sagt man, geil, ich habe es initiiert. Wenn alle anderen ruhig bleiben, sagt man, Mist, ja, um mal andere Wörter auszuklammern. Das ist an der Börse nicht anders. Ich muss nicht zwangsweise der Erste sein, ich will bei den Frühen dabei sein, keine Frage, aber eine Indikation ist der Bruch dieser Zwischenhochmarken. Vielleicht sogar hier diese etwas nähere, die läge hier schon bei dem Hoch, was wir hatten, heute 14,40, in etwa bei 13.284 oder eben noch etwas offensichtlicher, aber dafür leider auch ein bisschen weiter weg, 13.360 in etwa, das ist vom 21. Juli morgens, heute Morgen jetzt um 8 Uhr. Roundabout, das wären Trigger für die Aufwärtsseite, wären Trigger für abwärts ist wohl möglich vorbei. Lass uns nochmal nach oben eben entsprechend gehen. Vielleicht noch ein Wort über die Größe des Rücksetzers, da lege ich ja auch immer großen Wert. Machen wir es ruhig beim DAX, wo können wir auch beim Future machen, was euch lieber ist. Ich messe dafür immer gerne, wie lang war denn so der letzte Rücksetzer, also Anstieg meine ich, und wie groß ist der Rücksetzer dazu. Naja, wenn es noch ein bisschen tiefer ginge, fände ich es jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt die nächsten paar Stunden nochmal sage, komm, lass uns doch nochmal ein bisschen tiefer gehen. Das wäre eher das klassische Bild, denn Rücksetzer laufen eben gerne in diese Zone rein. Wir sind dran. Also man darf sich nicht beschweren, wenn der Kurs nach oben geht. Also Trigger habe ich genannt auf der Oberseite. Wenn es nochmal ein bisschen tiefer geht, fände ich mindestens genauso toll. Denn dann hätten wir diese Bedingung ebenfalls erfüllt. Und dann könnte man überlegen, ob man am Cluster irgendwo reinkommt, an diesen Unterstützungsmarken vielleicht. Denkt mal an das Zwischenhoch vom 18. Juli, 11 Uhr vormittags, 13.060. In etwa, bitte nochmal genau gucken, aber
So in dieser Größenordnung. Also ihr seht schon, da ist schon so ein bisschen die Chance, auch das Hoch hier, was wir noch am 8. Juli hatten, für Unterstützung in der Nähe der Oberseite. Aber ich sag mal, das fände ich eigentlich ganz toll, wenn er das nochmal macht und anschließend dann nach oben geht. Dann wäre das wahrscheinlich noch sauberer. Dann wüsste man nämlich, dass diese Korrektur hinreichend groß ist. Und dann wäre man noch beruhigter. Jetzt kann man sagen, ob ich beruhigt bin, ist doch egal. Das stimmt, aber viele Charttechniker sehen das ja ähnlich und sagen dann, jetzt sieht es aus, als ob es abgeschlossen wäre. Jetzt mache ich dann da auch entsprechend mit. Also gute Voraussetzungen beim DAX. Wie sieht es in Amerika aus? Gucken wir auf den Dow Jones im 5-Minuten-Chart, Dow Jones Future, dann sehen wir das auch hier, eine ganz klare Abwärtsbewegung. Das ist eine Abwärtsbewegung, ist ja auch keine Seitwärtsbewegung, ist eine Abwärtsbewegung, denn von diesem Punkt, aktuell Kurs hier, das ist definitiv, egal wie ihr es nennt, aber das ist abwärts und nicht seitwärts. So, es ist aber eine schwache natürlich und schwach sieht schnell korrektiv aus, entweder wenn es dreiwellig ist, ja, oder wenn die ganzen Gegenbewegungen hier immer überschneidend sind, ja, also egal wie ich das jetzt auffasse, das sieht nach der schwachen Bewegung aus und das verleitet dazu, dass Käufe die richtigen sind. Und auch hier gilt jetzt wieder, seid nicht zu euphorisch. Natürlich gibt es die Möglichkeit zu sagen, guck mal, wir haben doch hier Unterstützung, da sind wir doch gerade dran. Gehen wir mal hier auch um 15-Minuten-Chart, dann kann man hier vielleicht noch ein bisschen mehr die anderen sehen. Hier nochmal so ein Zwischenhoch vom 8. Juli, also es ist mehr oder weniger die gleichen Daten. Hier haben wir sicherlich eine gewisse Unterstützung irgendwo in dem Bereich, von dem aus wir wieder nach oben gehen können. Geht nicht vorauseilend schon long, sondern wartet, dass der Kurs entweder diese Zwischenhochmarken hier durchstößt, das wäre hier 31.900, ihr seht das hier, 31.900 beispielsweise, oder, was ich mindestens genauso toll finde, auf einer kleineren Zeitebene, wir können mal 5 Minuten oder von mir aus auch 1 Minuten, wenn ihr super aktiv seid, Intraday nachmittags handeln wollt, Schub hoch, wackelig runter, dann würde ich sagen, das ist doch schon mal eine Indikation für das und wenn wir hier sind, ah, dann kann man auch drin bleiben, denn dann brechen wir auch das und wenn wir das brechen, können wir drin bleiben und so weiter. Ihr seht dann schon, dass die Ziele dann eben aufeinander aufbauen. Also die Aufwärtsbewegung scheint vorläufig noch die richtige zu sein. Wir haben zwar immer noch die Entscheidungsbox voraus, allerdings werden wir die wohl auch noch nach oben früher oder später erreichen, weil es ja so korrektiv aussieht, spätestens wenn wir die ganzen Trigger hier wie eingezeichnet durchlaufen. Das ist beim S&P grundsätzlich nicht groß anders. Auch hier haben wir ja noch die Box. Ich mache mal das weg. Theoretisch haben wir noch ein bisschen Platz. Die Levels, die habe ich jetzt so häufig gesagt. Naja, gut, sagen wir es nochmal. 4.035 in etwa plus minus, keine Ahnung, 30 Punkte, irgendwie sowas in der Richtung, solltet ihr einkalkulieren. Also insofern, da wären noch 100 Punkte nach oben ohne weiteres drin. Auch hier hat man den Eindruck, dass der Kurs im Moment korrektiv eher unterwegs ist. Also die Voraussetzungen für Long sind gut, aber tut euch einen Gefallen, sagt er nicht, oh, Voraussetzungen sind gut, ich gehe da jetzt Long. Wenn der jetzt nach unten wegbricht und dann hochkommt, dann werde ich euch nachher sagen, guckt mal wie geil, Schub runter, wackelig hoch, Schub runter, wackelig hoch, Schub runter, ein wunderbarer Abwärtsimpuls. Ja, im Nachhinein, ja genau, das ist ja das Problem. Das ist der Grund, warum ich hier nicht eingehen kann, weil im Nachhinein kann ich diesen Punkt gut finden oder nicht. Aber die Oberseite, die Brüche über die Zwischenhochs, die sind eigentlich ein ganz gutes Indiz, dass dieses Szenario, was ich hier jetzt blau nach unten gemalt habe, nicht stattfindet. Also bitte rechnet damit, sowas kann passieren, wie ich es hier eben eingezeichnet habe. Deshalb, wenn die Trigger auf der Oberseite gerissen werden, haben wir die bessere Chance auf der Oberseite und wenn sich das Ganze auch noch so intern auf der kleineren Zeitebene abspielt, umso schöner. Jetzt gucken wir nochmal auf den Nasdaq. Nasdaq ist tatsächlich da schwierig. Warum? Das ist doch noch aufwärts. In Trendrichtung, wackelig. Ist aber doof. Ja, ist insofern doof, weil in Trendrichtung wackelig gibt es eigentlich nur an einer Stelle. Und zwar, wenn diese Trendbewegung zu Ende geht. Das heißt, beim Nasdaq, das ist der einzige dieser Indizes, der S&P ist so ein bisschen Mischform, ihr habt es ja gesehen hier, aber ist der einzige in dieser Art, im Vergleich zu den anderen Indizes, der eigentlich sagt, das geht erst nochmal runter. Und da ist dieser Bereich spannend und wenn ihr schon länger mit dabei seid, wisst ihr auch warum und ich gucke mir den nochmal an. Denn das ist der letzte Anstieg hier gewesen. Mindestens mal den sollte man sich mal angucken. Fibonacci, tiefster Punkt, höchster Punkt.
Könnte man auch dahin rechnen, falls man sagt, das ist eine Seitwärtskorrektur, das ist alles möglich auch noch. Aber da müssen wir einkalkulieren, das wäre durchaus realistisch, dass das ebenfalls passiert. Also nehmen wir mal an, das ist ein Ending hier, dieser Aufwärtsbewegung, dann würde ich das erwarten. Nehmen wir mal an, das ist eine Seitwärtskorrektur, dann würde ich ähnlich wie der Dow Jones das erwarten und dann hätte man die Chance, auf die Long-Seite zu gehen. Da ich nicht weiß, welches ich von den beiden Sachen kriege, ist die einzige Chance, abzuwarten, bis wir das gesehen haben, um dann hier long zu gehen, falls das gar nicht passiert, sondern falls der Kurs sowas hier macht, zu sagen, okay, steige ich an der Stelle ein für die Long-Seite. Also das muss man eben immer abwarten, das muss man eben sehen. Das hier per se sieht im Moment aber korrektiv aus. Also insofern die Short-Seite würde ich aktuell nicht wirklich spielen wollen. Wenn er wirklich hier reinfällt in diese Zone, das ist ungefähr 12.300, sagen wir mal, bis 12.100, ganz grob gesprochen, ein bisschen höher vielleicht. Aber wenn er in diese Zone reinfällt, dann haben wir im Großen einen hinreichenden Rücksetzer gesehen, um dann eben nach oben zu gehen. Und wenn er den ausspart, weil er vorher schon stark nach oben und nur wackelig nach unten geht, dann machen wir halt einen Zwischenlong auf der kleineren Zeitebene. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen inspiriert, wie ihr mit der aktuellen Situation umgeht, an welchen Stellen ihr jetzt erkennt im Laufe des Nachmittags. Es ist ja hier sehr stark auf den Nachmittagshandel jetzt der Fokus, sprich, soll ich heute nochmal eher die Long-Orientierung, die Short-Orientierung, wo würde ich reingehen, wenn was wäre. Ich glaube oder ich hoffe, dass ich damit euch ein bisschen einen Input gegeben habe, den ihr für euren eigenen Handel dann einsetzen könnt. In diesem Sinne, euch alles Gute. Denkt nur abschließend vielleicht noch daran, beim Nasdaq sind wir bereits in der Box. Das heißt, wenn er sagt, jetzt haben wir wirklich keine Lust mehr, wenn er also hier durch diese gemalte Zone, die ich hier gezeichnet hatte, durchfällt, dann ist auch diese Marke in Gefahr bei 11.475. Ist auch diese Marke in Gefahr bei 11.100 und dann sind wir neu unterhalb dieser Unterstützung unter den tiefsten Punkt geraten, dann wird auch schnell die 10.500er Marke wieder spannend. Also im Moment liegt es auf der Kippe, aber es sieht ja noch nicht so schlimm aus, auch im Vergleich zu den anderen Indizes, muss man sagen, die helfen ja auch eher auf der bullischen Seite. In diesem Sinne, euch alles Gute, liebe Grüße und viel Erfolg.